Hallo Fleischfreunde, herzlich willkommen bei Don Carne. Wir sind ja bei Küchenhelden in Neuss und heute gibt es ein wunderbares Filet vom Iberico-Schwein mit einem lauwarmen Nudelsalat. Hier haben wir jetzt unser wunderbares Filet vom Iberico-Schwein. Eins meiner absoluten Lieblingsstücke, ganz zart und saftig und toll im Geschmack. Das werden wir jetzt gleich erst einölen und dann in der Pfanne von allen Seiten kräftig anrösten. Dann holen wir es wieder raus und dann würzen wir es erst. Dazu habe ich hier von Ankerkraut Southwest Cajun. Der Rub hat ein bisschen Schärfe und deswegen will ich den haben. Ihr könnt natürlich den Rub nehmen, den ihr gerne haben möchtet. Dann wird das Filet in Bacon gewickelt. Geht dann in den Backofen bei ca. 180 Grad, bis es eine Kerntemperatur von ca. 63, 64 Grad hat. Dann nehmen wir es wieder raus, werden es noch mit Barbecue-Soße glasieren und dann ist es schon so gut wie fertig. Unser Fleisch ist im Backofen und während das gar zieht, haben wir genug Zeit, uns um den Nudelsalat zu kümmern. Dazu habe ich hier schon einen Topf aufgesetzt mit Wasser. Da werde ich gleich ein paar von diesen kleinen Spiralnudeln drin kochen. Dann brauchen wir für den Nudelsalat natürlich noch ein bisschen Gemüse. Das werde ich gleich klein schneiden. Da habe ich hier rote Paprika und gelbe Paprika, kleine Tomaten, ein paar Lauchzwiebeln und ein paar Chilischoten. Und als Gegenpol dazu habe ich hier auch noch ein paar Dosen Mandarinen. Das ist ja eh eine von meinen Lieblingszutaten im Salat. Dann kommt da noch rein Basilikum, Petersilie, Salz, Pfeffer und natürlich Mayonnaise. Unser Nudelsalat ist fertig und sieht hervorragend aus. Unser Fleisch ist auch auf dem Punkt. Ich habe gerade mal gemessen und es hat jetzt 64 Grad. Das heißt, ich hole es jetzt raus und bestreiche es dann sofort mit unserer Barbecue-Soße. Da habe ich hier die Jack Sparrow Soße von Black's Barbecue. Das ist meine Lieblingssoße. Dann lassen wir das Fleisch ca. 5 Minuten ruhen und dann können wir uns einen Teller anrichten und essen. Hier ist jetzt unser fertiges Schweinefilet im Baconmantel. Wunderbar zart und saftig das Fleisch und schön kross und herzhaft die Kruste. Unser Nudelsalat ist fruchtig und herzhaft gleichzeitig. Es passt wirklich sehr gut zusammen und ist genau das Richtige für die kalte Jahreszeit. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und gebt uns dafür ein Like und lasst im besten Falle auch direkt ein Abo da. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit, viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald, euer Olli von Don Carne.